So, auf los geht's los, glaube ich. Hallo Leute, hallo Twitch, hallo Zuschauer. Ich bin gerade etwas außer Atem. Die Vorbereitung für unser Livestream war ein bisschen umfangreicher diesmal. Herzlich willkommen. Ja, Samstagabend, 10. Februar, Fastnachtswochenende. Wir streamen für euch. 7 Spieler haben wir heute am Start. Das ist schon eingeblendet hier in der Seite. Ich hoffe, ihr hört mich. Ein bisschen Musik gibt es noch auf die Ohren. Mal so eine Brille aufziehen, ich sehe überhaupt nichts. Genau, ich war gerade noch ein bisschen in Action, weil wir noch Fußball geguckt haben. Wir mussten noch den Fernseher wegräumen, deswegen war alles jetzt noch ein bisschen hektisch. Aber Carlos Cashenbar, unser Dealer, mischt schon die Karten. Brandneue Karten heute am Start, extra besorgt. Die meisten haben es mitgekriegt. Unsere Runde startet und ich würde jetzt mal sagen, ich blende direkt über und dann haben wir schon mal die Spieler am Tisch. Dann kann ich schon mal ein paar Takte dazu sagen und dann gehen wir direkt rein. Tablesound mache ich an. Wie immer, wenn irgendwas zu laut, zu leise ist, einfach kurz Bescheid sagen, dann kümmere ich mich direkt drum. So, mal erstmal gucken, dass ich hier die Musik unterbreche. Dann machen wir mal den Tisch an und dann geht's los. Ja, sehr gut. Also unsere neue Über-Tisch-Kamera ist schon aktiv. Jetzt warten wir noch, dass der Carlos hier die erste Hand mischt und dann gucken wir mal, was heute die Poker-Action bringt. Wir machen es heute ein bisschen anders. Wir werden heute versuchen, mehr und öfter die Stats für euch einzublenden. Ich mache mich nochmal kurz hier ins Bild, damit ihr das alles seht. Ich glaube, Carlos ist bereit, die erste Hand zu geben. Jetzt sagt Carlos noch irgendwas. Ich habe es nicht verstanden. Auf 9. Ich zahle ihm das. Also ich gebe es ihm nachher zurück. Okay, also, die haben es gerade geregelt. War eine kurze Frage, weil Birkules jetzt schon im Spiel ist. Ist natürlich nicht richtig, weil Birkules ist zu spät. Leider wie so oft. Den habe ich jetzt schon reingemacht. Nach der Hand müssen wir den kurz rausnehmen. Ich sehe schon, der Mütter ist am Start. Servus Mütter, grüß dich. Wo ist mein Fastnachtsoutfit? Ah, mein Fastnachtsoutfit. Muss ich noch anziehen, mache ich gleich. Ich gehe jetzt mal ganz kurz rein und löse die Problematik mit dem Birk. Und dann bin ich wieder bei euch. Ihr schaut euch schon mal die erste Hand an, würde ich sagen. Hm? Hallo, wie ist das so klar seine Gesinnung? Ist eingelesen. Du, aber das erste Fass war das ein bisschen schal. Das war aber ein Angebot, ich glaube vom letzten Jahr noch bei uns. Das ist ja irgendwie spritziger. Ja, war kühler. Weil es kühler war. Aber ich musste ja quer durch die Stadt mit dem Rad. 10. der Kölsch. Hast du einen Helm an? Wieso? Ich mach da nicht so Sachen wie du da. Ja. Check. Was ihr was hast du? Hast du so einen großen Rucksack? Hm? Union? Ja, passen zwei Fässer rein. Ja, natürlich. Was? Ja. Achtung. Also es geht schon Richtung, dass du halt die Reißfestigkeit da ein bisschen überprüfst, aber die gehen da locker rein. Ne? Also 8,5 habe ich jetzt verpasst. Ich habe irgendwas gehört, dass du, glaube ich, den Birko das rausnehmen sollst schon ab der Hand. Check. Hat er abgesagt? Nee. Check. Oder Holger, habe ich das richtig verstanden? Sag doch mal bitte, sorry. Mach nochmal lauter hier. Mach mal lauter. Mach mal lauter. Ich soll den Böck kurz rausnehmen. Achtung. Cool. Kevin, bitte die Lautstärke hochdrehen und ja, hast du. Geh ich mal gleich wieder leiser, das war mir zu laut. Ich will nicht gestört werden beim Poker. Okay, also Entschuldigung für den holprigen Anfang. Kurz Startschwierigkeit, aber das zeichnet unser Projekt ja aus, dass es am Anfang immer ein bisschen holpert. Gab einige Probleme heute. Mütter, cool, dass du zuguckst. Endlich klappt es mal live. Guckst du mal fleißig unser Replay. Jetzt siehst du mal live die Action und kannst auch direkt mitlabern oder direkt reagieren. Maroon ist am Start. Sehr gut. Unser Dauerzuschauer. Servus Maroon, grüß dich. Genau, heute will ich es mal ein bisschen anders machen. Wir wollen häufiger die Zwischenstände einblenden. Ich versuche es nach jedem Orbit zu machen, damit wir auch mehr sehen, was die Spieler hier so erreichen, erwirken am Tisch.
Heute haben wir auf alle Fälle einige Updates. Habt ihr ja schon bestimmt gesehen. Neue Kameras haben wir am Start. Wir haben neue Objektive am Start. Insgesamt müsste heute das Game einfach noch mal ein bisschen besser wirken. Bildqualität ist hoffentlich heute besser. Schaut es euch einfach mal an. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, berichtet mal oder gebt mal Feedback, ob es euch gefällt. Sound müsst ihr mir dann sagen. Oh, unsere neue Überkopfkamera. Die sieht ja schon mal hervorragend aus, muss ich sagen. Ja, Maroon, ja, ich glaube, Ende Februar bist du mal wieder am Tisch. Info kommt noch für dich. Ja, ja. Kevin hat es mir schon gesagt, Maroon, Ende Februar bist du am Start. Morgen haue ich das Line-Up raus. Genau, Kameras haben wir neu. Ich hoffe mal, dass heute das Game insgesamt ein bisschen schöner aussieht mit den Objektiven. Das ist jetzt unsere neue Hauptkamera. Da haben wir auch ein neues Objektiv. Das sieht auch schon mal deutlich besser aus als das bisherige Objektiv. Da ist unser Stanley Cup-Sieger von den Vegas Golden Knights, aka Menges, hervorragend im Bilde. Sieht da super aus. Ja, bin echt zufrieden. Sehr gut. Okay, Line-Up seht ihr ja schon mal auf der Seite. 7 Spieler haben wir. Einer hat schon gefoldet. Menges auf der 4, Vize auf der 6. Dann kommt der Baumeister im hervorragenden Kostüm auf der 7 und Superweg auf der 8. Birkules fehlt noch auf der 1, deswegen haben wir auch nur 6 aktuell im Line-Up. Kevin auf der 2, Batgirl auf der 3 komplettiert die Runde. Und Dealer ist heute. Wollte aber jetzt einen orbiten? Mit 10, 2 auf. Cash in Bar. Da ist er. Sogar der Cash in Bar hat sich verkleidet. Heieiei. Was auch immer der da anhat. Sieht aus wie ein Bankräuber. So, jetzt ist er wieder neu ein, gell? Und ich weiß nicht, ob das mit der Maske eine gute Idee war. Naja, muss der Cash in Bar wissen. Okay, also gehen wir in Hand Nummer 2, nachdem die erste ein bisschen chaotisch war. Haben wir Baumeister hier mit einer guten Starthand. Ace Queen, suited sogar. Wird er natürlich erhöhen. Baumeister, super Outfit. Bob der Baumeister, sage ich nur. Superwix am Button mit King Queen suited, nur mit dem Call, interessant. Der Bierkapitän auf der 6, Vize. Hervorragendes Outfit. Weltklasse heute. Leute, ich sag's, Weltklasse heute. Clementine. Vize ist in Topform nach dem Leverkusen-Sieg. Also, Baumeister mit der Conti-Bet. Ass hoch, Flop. 2-9er, super Weg mit dem Insta-Fold. Also guter Start hier für Baumeister. Da kannst du nicht mehr meckern. Ja, man sieht schon, Vize, der Bierkapitän, ist gut drauf. Leverkusen, Vizekusen hat gewonnen. Also da kann es schief gehen. Ja. So, unsere Überkopfkamera. Ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Da hat sich doch der Umbau gelohnt. Sieht gut aus. Achso, Liverpool, das ist ja weg. Ja, Supervic hatte einen kleinen Fahrradunfall offensichtlich. Er ist nicht als einarmiger Bandit verkleidet. Der hatte tatsächlich leider einen Unfall. Man hat jetzt seinen Arm gebrochen, so wie es aussieht. Hindert ihn aber nicht, bei uns hier zu spielen. Im Gegenteil, der ist super motiviert und gibt alles, auch wenn er nur eine Hand zur Verfügung hat. Eine Hand reicht für die Würste am Tisch. So, Straddle ist auch wieder live. Vize mit dem Straddle. Baumeister. Doppelt Straddle sogar. Kevin am Start. Wieder, wie immer, bestens gekleidet. Geile Cap, geile Brille. Batgirl als Top Gun. Tom Cruise. Auch geil. So, und ich nutze mal die Gelegenheit und ziehe mal ganz kurz mein kleines, aber feines Kostüm an.
So, was haben wir denn hier? Menges mit Top-Hair? Ne, Menges mit dem Flaschdraw. Und Vize mit dem Top-Hair. Okay, River geht check, check. Und Vize zieht den Pot, sehr gut. Ja, ich habe mich heute auch ein bisschen verkleidet. Ich bin heute offizieller Poker-Schiedsrichter und habe schon hier die rote Karte zur Hand. Vorstufe Gelb natürlich. Bin aber offiziell von der FIFA abgestellt heute und werde das Spiel mal überwachen. Und wenn es nötig ist, als Videoschiedsrichter werde ich natürlich auch eingreifen. Der Kölner Keller ist in dem Fall der Kölner Dachstuhl, der Freiburger Dachstuhl. Videoschiedsrichter Holger Verfolger höchstpersönlich am Start. Wer blöd macht, kriegt direkt die gelbe Karte. Also aufpassen im Stream und im Chat. Das war ein gefährliches, also richtig, wo du sagst, okay, da ist jetzt irgendwas passieren. Das war echt dürftig. Wie lange der Holger jetzt im Stream erstmal das sein Leid klagt, dass die das halt am Anfang nicht ging. Das ist bestimmt das größte Thema. Ja, da werde ich gleich nochmal zur Stellung nehmen, Kevin. Die Festplatte nicht gehen. Ich glaube, das wird auch heute im Stream lang und breit. So, jetzt kommt gerade unser Spieler auf Seed 1. Ich lasse euch mal kurz allein und ich mache den Birk auf. Die sitzen hinter dir, dann weißt du aber nicht hinten dran. Oh, der Birk sitzt vor mir. Ah. Der Birk straddelt immer. Das heißt, in dem Moment, ja, wenn du gleich dabei ist. Ich habe den Birk eigentlich immer, wenn wir hintereinander sitzen, straddeln wir immer. Haben wir auch mal ausgemacht. Mm. Oh Gott. Deine Statistik. Ja, die Statistik geht am Arsch. Welche Statistik? Welche? Ich wollte sagen, welche? Die VP-Statistik. Ach so, ja. Ich muss nicht immer überall. Drei Optik ist Kickflop-Action oder was? Freiwillig Geld in den Pot investiert. Also sobald du quasi aktiv Chips reinsetzt, die du nicht setzen musst, wie im Smallbet oder Big Blind, bist du quasi plus so, eins. Achtung, Einwechslung. Oh, so, oh, Spieler Nummer 1 kommt ins Spiel. Nein! Hey, hey, hey. Oh. Harter John. Bruder Tack. So, Spiel ist freigegeben. Ja, Spieler Nummer 1. Was ist das? Was machst du denn? Die Einwechslung muss hier. Hast du nicht gelb? Okay. Ich dachte, das ist gelb rot. Minute. Das ist aufgeschrieben. Das kann ich nicht für uns vereinigen, ne? Ich gebe dir Regeln vor. Aber Schiri! Ist voll unfair! Ich gebe mir gerade noch, die 2. Ist voll unfair, Schiri. Also, das merken wir uns vor. Mindest? Noch eine Geschichte, dann ist Ruhe hier. Dann geht's mal raus in 5 Minuten. Weitermachen. Hast du denn eine blaue Karte? Ich hab blaues Trikot. Nee, es gibt nämlich jetzt die blaue Karte. Ja, hab ich schon gelesen, ja. Wie? Die soll ab in der 3. oder 5. Liga in England jetzt versuchsweise eingeführt werden. Für Auszeit oder was? 10-minütige Zeitspanne. Ja, finde ich aber gut. Das finde ich auch schlecht. Der 3 findet, der braucht es nicht mehr. Sag doch. Ja? Der 3 sagt, er braucht es nicht. Gegen sich. Ja, gegen sich.
So, sorry für die kleine chaotische Unterbrechung. Birk ist angekommen, den musste ich kurz einwechseln ins Spiel, habt ihr ja mitgekriegt. Und mal ganz kurz hier für Ruhe sorgen am Tisch beim Kevin und Konsorten. Also, habe mich jetzt kurz durchgesetzt als Videoschiedsrichter. Ich sehe schon, Sebo ist am Start. Grüß dich, Sebo. Servus, Salute. Und der Benni ist am Start, unser neuer Abonnent. Benni, Servus. Grüß dich. So. Kevin hat gesagt, er will einmal eine Hand. Sehr gut alles, sehr gut alles. Ja, Zeitstrafe, war ich kurz am Überlegen, aber ich gebe ihm noch mal eine Chance. Ich bin ja ein Schiedsrichter, mit mir kann man ja reden. Ne? Also ich bin ja kommunikativer Typ, hat man ja vielleicht schon gemerkt. Also Kevin halte ich an der langen Leine heute, aber wenn es sein muss, dann auch an der kurzen, an der ganz kurzen. Dann gibt es einen Beißkorb und den gibt es schnell. Okay, was Kevin darstellt, ist eine gute Frage. Kevin ist, glaube ich, Pokertourist, würde ich mal sagen. Oder einfach Pokerdonk. Der geht halt so wie immer. Ich glaube, der ist jeden Tag verkleidet. Das ist bei dem so. Top Girl, Bad Girl, Top Gun, Bad Girl. Die ist gut verkleidet. Menges als Stanley Cup-Sieger, der Jägers Golden Knight. Also, die Spieler haben sich heute schon ein bisschen bemüht. Und ja, sogar Carlos im Outfit als Bankräuber. Aber ich sehe schon, die Kamera ist viel zu bunt eingestellt. Da ist der Farbabgleich gecrashed worden vom Cash in Bar. Da muss ich gleich nochmal die Sättigung ein bisschen runterstellen nach der ersten Stats-Pause. Leck um Jo. Dirk sieht cool aus als Pokermönch. Sehr gut. So, und ich nutze jetzt mal hier die Gelegenheit, um ein bisschen Ruhe reinzubringen und mich mal aufs Pokerspiel dazu konzentrieren ab der nächsten Hand, nach dem Wirren des Anfangs. Und halt ihm so das oben drüber. Wie ist bei dir? So ein Kölsch? Ja. Und hast dann keine Stange mit reingebracht? Kann ich nicht. Mach ich heute. Also, so, Bad Girl gewinnt hier die Hand. Genau, Benni, Haus des Geldes, das ist das Kostüm. Hat er sich irgendwoher ausgeliehen. Ich habe keine Ahnung, was Haus des Geldes ist. Mir wurde gesagt, das ist eine Serie. Netflix nehme ich an, keine Ahnung. Ich gucke keine Serien, das habe ich mir irgendwann mal abgewöhnt. Da geht einfach zu viel Lebenszeit rein. Früher harter Star Trek-Gucker, harter Simpsons-Gucker, also Deep Space Nine. Wer sich noch erinnern kann, die Junggebliebenen. Habe ich alles hoch und runter angeschaut, aber jetzt mit dem ganzen Netflix, Amazon Prime bin ich raus. Einfach zu viel Lebenszeit. Die Hochburg zu viel der Lebenszeit. Der Fassmatte, da hatte jeder eine Holzmaske ab Geburt. Und doch Birk an, die trägt es immer noch. Nee, also meine Familie hatte da wirklich auch mehr. So, die Kamera sieht super aus. Also ich bin sehr zufrieden. Jetzt mit dem neuen Kamerasetup. Zu jeder Stunde eine Fasse. Sehr schönes Bild. Also, Hand Nummer 7, Bad Girl hier mit Ace Jack. Geöffnet hier die Hand. Vegas Golden Knight Menges mit hier Doppelkönig. Der kleinen 3-Bet nur auf 80 Cent. Interessant. Das lädt natürlich zum Callen ein. Ja, finde ich eigentlich viel zu klein, gerade in mittlerer Position mit so vielen Spielern hinten dran. Ja. Hier die 3-Bet. Bitte kommentieren. Ja, komme ich später drauf zu sprechen. Ja, Möter kennt sich aus. Deep Space Nine, beste Serie ever. Okay, aber jetzt hier zur Pokerhand. Menges hat es geschafft, hier die 4-Bet vom Vize irgendwie zu inducen durch seine kleine 3-Bet. Und kommt jetzt hier easy all-in mit seiner absoluten Premium-Hand. Schön Dead Money jetzt drin, auch durch Bad Girl. Ja. Und Vize nach dem Leverkusen-Sieg natürlich unfoldbar die Hand. Der wird heute richtig steil gehen, das sage ich euch schon mal. Vize ist sowas von on fire. Bad Girl kriegt die Mega-Odds, foldet aber trotzdem. Das ist krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Während ihr den Showdown seht, gehe ich schon mal rein und nutze die Gelegenheit und stelle die Sättigung runter bei der Kamera, die auf Carlos geht. Das ist mir viel zu rot. Das mache ich jetzt, genau jetzt. Wir waren immer in dieser Ecke, wo die immer langlaufen sind, egal welche Ecke sie gelaufen sind. Das war es nicht. Genau.
So, danke für die Geduld. Jetzt sollte der Carlos etwas weniger Sättigung haben. Dann kommt das Rot vielleicht auch nicht ganz so krass. Also Menges verdoppelt hier, dank seiner gewählten Setzgröße. Mehr Glück als Verstand, dass er da wirklich auch nur einen Gegenspieler hat am Ende. Ja, aber Kings einfach die beste Hand, von daher gewinnt er hier schön den Pot. Okay. Hier haben wir Batgirl im Straddle mit Ace Queen und Baumeister fühlt sich jetzt ein bisschen versucht, die Action anzutreiben, nachdem er gerade eben am Button gefoldet hat. Ace Jack suited, klares Open Race. Wird hier nur gecallt von Batgirl. Könnte man auch gut drei betten die Hand, ja, aber Call ist natürlich auch gut. Gibt aber am Vize dann die Chance, hier einzusteigen in die Hand. Den Hochflop, Rainbow, alle Spieler checken. Baumeister verpasst die Conti-Bet. Das ist eigentlich ein ganz gutes Board für eine Conti-Bet. Relativ trocken. Ja, ja, ich habe gecheckt. Ah, okay. Zweites Mal lässt der Baumeister das nicht durchgehen. Sehe ich auch hier klarer Bet eigentlich. Den Flop. Ja. Das ist auch gut. Ja, nice. Und gräbt sofort direkt den Pot ab. Macht er gut. Okay, ich blende euch mal kurz die Standings ein. Also viel ist noch nicht passiert. Baumeister leicht im Plus. 8 Hände gespielt, da geht noch nicht viel. Interessant. VPIP. Batgirl ganz vorne. Kevin, noch keine Hand eingestiegen, aber auch erst ein Orbit gespielt. Also von daher... Alles noch entspannt, Leute. Macht euch nicht verrückt. Und wir gehen weiter in Orbit 2. Ja, Carlos hat ja auch natürlich mein Lichtsignal übersehen, dass er jetzt kurz innehalten soll, aber ich war schnell genug. Gibt es da einen Einsatz? Timer shoot. Ich weiß nicht, wenn der in Rotzverdorf. Ja, viel ist nicht unterwegs. Wir haben ja Superwick mit König 3 suited. Der wird einsteigen in die Hand, die ich kenne. Echt? Ja, noch nie gesehen. Ist das in Tschechien erlaubt oder was? Ich habe keine Ahnung. Sonst Schuhen so, ne? Ja, uns haben sie auch eine. Ja, öffnet hier auch. Birkulis mit einem Pocket am Button. Wie war denn das? Da neigt er gern zum Drei-Betten, macht er hier auch. Haben sie Tränen gehabt? Nee, Pfefferspray. Was war noch? Was haben sie gefragt? Ja, kleine Drei-Bett hier von Birk. Haben sie das eingekauft? Und Kevin jetzt natürlich mit der Premium-Hand hier im Smallblind. Wacht hier mit Damen auf. Ich gebe dir jetzt mal so ein Zwei-Drittel. Da wird die 4-Bet kommen und die wird nicht klein ausfallen, wie ich ihn Kevin kenne. Ich schätze mal 3,50 ist Größenordnung. Ja, 2,65, gut geschätzt. Ich will hier gar keine Zweifel aufkommen lassen. 3,65. Ich bin für ja, Victor ist gleich raus. Hat nämlich keine Option weiterzuspielen. Der Lover von der. Ja. Das ist nicht morgen. Aber nee, Birkulis mit dem Call. Interessante Line hier. Wobei zu Call mit den Fünfern. Das heißt jetzt nicht mal Super Bowl, sondern Super. Wie heißt die? Taylor. Interessant. Also zwei Spieler, Heads up. Schauen wir mal, was der Poker wieder raushaut. Kriegt ja auch keinen Flugplatz. König hoch. Kein Flugplatz für ihr Flugzeug. Hallo. Naja. Auch kein Geld für den Auftritt. Kevin ist zuerst dran. Mach keinen Auftritt.
Contibet Spierig. Contibet ist ja quasi das All-In. Also von daher Spielraum hat er hier nicht. Das ist eigentlich eher so eine Line, also dieses Jack Call. Ich bin mal gespannt, was der Kevin macht. Nee, die sitzt nur. Alle, nein, nicht alle Kameras, aber viele Kameras versuchen sie irgendwie. Weißt du, aber ja, so mal, wo er da den direkt den ersten Touchdown halt war beim Halbfinale, ne, direkt die Kameras voll in die Kabine rein und Taylor Swift und okay. Wahnsinn. Na, jetzt überlegt er doch, ob er hier eine Mini-Contibet macht. Das macht er auch. Downsizing. Also wirklich Mini-Mini-Contibet hier von Kevin. 1,50. Und jetzt wird es für Björk natürlich ganz schwer. 1,50. Könnte ich mehr gönnen. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich die. Rollt hier aber. Okay. Aber. Everything can happen. Die 8 ist ein absolute Blank. Und jetzt hat Kevin natürlich gar keinen Spielraum mehr. Und wer guckt sich's an? Ja, ich habe nämlich noch ein Fässchen behalten. Reserve natürlich. Ja, doch, er findet den Spielraum noch sogar. Wieder Downsize. 5. Pot ist hier die 2. Bullet von Kevin. Interessant. Irgendwie stören sich auf jeden Fall Sonntag jetzt immer ein Sender. Da Birk ja gar kein Zeichen von Stärke irgendwie vermittelt hat in der Hand. Sogar. Gar nicht so schlecht die Line hier vom Kevin. Also muss ich gleich mal direkt neidlos anerkennen. Hat der Kevin wirklich gut gespielt. So wirklich gut gespielt. Nice, Kevin. Ja, da hat er wohl ziemlich gutes Gefühl gehabt, dass er da in der Hand vorne ist. Ja, interessante Hand, die der Kevin hier zum Besten gibt. Da können einige noch was lernen, wie man Poker spielen kann oder auch nicht. Man muss nicht immer alles setzen, man kann auch mal kleine Setzgrößen wählen. Motor, Maroon, ihr könnt mal sagen, wie ist der Sound heute? Bin ich laut genug? Ist der Tisch laut genug? Passt vom Level her? Mal kurzes Feedback, weil ich habe ja immer nur hier den eigenen Sound auf dem Ohr. Für mich ist es immer schwierig, das abzuschätzen. Probeaufnahmen kann ich schlecht alleine machen. Ich habe ja nicht so oft 10 Leute hier am Tisch. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob alles passt. Aber ich glaube, sollte alles gut sein. Der passt auf die Weise nicht an. Sorry, danke. Ja, das, die Kamera hier ist übrigens die neue Kamera. Dann mache ich das hier schon ein Stück lauter, kein Problem. Die Kamera ist neu, die ist schon deutlich schärfer jetzt. Das ist echt nochmal ein Unterschied. Ich muss dann nur noch mal die kompletten Farben überarbeiten. Also da muss ich noch mal ran. Aber man sieht schon klar, wie scharf und knackig jetzt das Bild ist. Also bin ich sehr zufrieden. Gut, Hand Nummer 10. Dirk ist hier mit Ace Queen auf. Superweg rollt ihn hier mit König 3 suited. Und Sport kommt runter. Dame 7-2. Ja, also Superweg verpasst hier komplett. Ich glaube nicht, dass der die Hand hier weiterspielen wird. Jetzt gerade mit der sehr Größe. Easy Fold hier. Für Birkule ist natürlich dankbar. Beste Hand B-Flop und nimmt hier direkt die Chips mit. Ja, über Kopfkamera sieht auch nice aus. Bin ich auch mit zufrieden. Habe ich, glaube ich, schon dreimal gesagt in dem Stream. Aber bin ich auch einfach zufrieden. Also der Videoschiedsrichter hat alles richtig gemacht hier bei unserem Aufbau. Ja, das habe ich auch schon gehört hier, Maroon, dass der Tisch doppelt ankommt. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, woran das liegt, ehrlich gesagt. Ich weiß es auch nicht. Ich gehe nochmal weiter auf die Suche. Ja, es kann sein, dass ich den... Problem ist, ich hatte ziemlich Soundprobleme heute und PC-Probleme. Jetzt ist die Tonquelle eventuell einfach gedoppelt. Ja, da stelle ich den Tisch nur aus. Nee, leider funktioniert das nicht. Nicht ein bisschen übertrieben.
bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Und die erste ist schon mal verheißungsvoll. Also ich jetzt einfach Call mit der ersten gesehen habe und die zweite auch mal angucken. So, was hat man jetzt hier eigentlich? Ich glaube, wir hatten einen Vierfach-Straddle in der Hand. Und Batgirl geht direkt von vorne all in. Macht sie nice hier? Oder ja. Gute Hand? Mit 9-8. Und geht in die Vordertür mit 7 hoch. Blöckhäu. Was kommt? Was ist? Sind die oben? Naja, boah. Ja, oh. Oh. Ah! Ein paar. Hätte ich nicht gewonnen. Okay. Nachspielen ist immer gut, Rabbit Cam ist immer gut. Besser jetzt nicht, ich gedacht, bei der ersten, bei der 7. Okay, ich versuche mal rauszufinden, woran das liegt mit der doppelten Tonspur. Bin mir noch nicht ganz sicher. Geil, ich klicke mal alle Optionen durch und lasse euch mal ganz kurz allein hier mit dem Tisch geschehen. 2 Euro für nichts. 2 Euro. Und die Statistik versaut. Ja. Hauptsache die Statistik versaut. Über dieser soziale Druck am Pokertisch. Ja. Jede guckt später mal so flehend an. Das ist gar nicht so. Doch, hast du, ja? So als Mönch, dem muss man glauben. Ja, ja. Pater John. Ich glaube, ich weiß es. Durch die neue Kamera ist eine neue Audioquelle hinzugekommen. Kann sein, dass die Kamera direkt hier noch als Mikrofonquelle läuft. Das heißt, nach der Hand muss ich kurz rein und das kurz einmal checken, die Settings. Werden wir machen. Nach der Hand gibt es kurze Settings-Pause. Okay, also die Spieler haben es gecheckt. Ich gehe gleich rein. Gehe schon mal rein und lasse euch dann kurz allein mit dem Bild der Totalen. Du hast nichts mit checken da, oder? Ja. Pipi-Pause. Die Zweite hat auch 3-0 verloren. Echt? Wer? Ich glaube, wir haben mittlerweile 15 Punkte auf mich abgegeben. Der Esti hat verloren. Die Zweite. Naja, die sind mit 11 Punkten ganz weit weg, sogar vom Zweitletzten. Ich glaube, die haben 16 Punkte oder so. Ja, irgendwie sind ganz, also in meinen Augen nicht mehr machbar. Die haben aber auch jetzt halt viele gute Leute auch abgegeben. Ja, wie die haben einen Kaderwert von, ich weiß nicht, zwischen 35 und 40 Millionen. Verloren im Grunde der Saison. Und das muss man überlegen. Das ist Zweitliga-Kader. Der Vermey hat er dann gewechselt. Vermey ist nach Düsseldorf, Atubolo, Noah Weißau, der Makongo, Kenneth. Ja. Und dann kaufen sie einen Darwin. Ja, darüber aber nicht in der zweiten. Dann kaufen sie einen Stürmer. Das war ja das Problem. Nein, er war um 17. Nein, aber das haben sie ihm ja angeboten und sagen, du kommst jetzt in die zweite. Meine ich, der hat in der Vorbereitung noch mal kurz im Trainingscamp war mal dabei, aber ich meine, da kommt jetzt im Moment irgendwie sehr viel Schaum. Ist also okay. Siehst ja, was auf meiner Stange ist. Schaumarie. Was? Schaumarie. Was? Hauptsache, dein Vater sagt nicht das Gleiche. Was für Settings nicht machen? Der Ton ist doppelt, das liegt aber daran, dass eine von den Kameras jetzt neu dazugekommen ist. Und wir hatten ein Mikrofon, das habe ich nicht vergessen, das zu aktivieren. Das ist nicht so gut. Victor enttäuscht bis jetzt, keiner hat gespielt. Ich? Ja. Ich habe auch nur Junge 2 oder. Noch immer das Junge 4. Junge 4 rein. Das wäre ein Tupac.
Tube hätte ich mir zur Kurzenhemd auch die ganze Zeit geflucht. Also ich habe vorhin 10,5 hatte ich, da habe ich Tube geflucht. Dann hatte ich Junge 4, habe ich Tube geflucht. Ja, das Problem an der Sache war halt, dass du nochmal geraced hast. Weil Birk hätte ich sofort gecallt. Ah, und wie durch Zauberhand ist das doppelte Audio weg. Hast, hab ich gedacht, okay. Sehr gut, Daumen hoch. Danke für den Hinweis. Wieder eine Technikhürde weniger. Also tu nicht so. Du hast vielleicht Ass-König gehabt, aber warst du trotzdem hin. Verteufelt oder abartig, wie viel technische Einstellungen das sind, wie viele Audioquellen, ist echt abartig, sage ich euch. Man kann einfach nicht alles im Blick haben bei dem Projekt und vor allem, man kann es halt auch nicht immer testen, allein irgendwie, ohne die ganzen Leute. Im Grunde bräuchte man eigentlich erstmal so 3-4 Streams nur so zum Soundcheck und zum Machen und zum Tun. Egal, wir haben es hingekriegt. Lenges hat es auch hingekriegt, Hand Nummer 30 hat er gewonnen, obwohl er kurz am Kühlschrank war. Macht er gut. Was? Wir haben die Könige im Deck. Ich habe vorhin als der Menge die Könige gegeben, die Schatten. Ja, so ein Umbau von so einer Location oder so einer Einrichtung ist doch aufwendiger, als man denkt. Da muss man doch schon einige Dinge beachten. Jedes Mal vor allem, wenn es Updates gibt, ändern sich Tonquellen, Audioquellen, komplett Setup verstellt sich. Ich muss dann alles wieder neu einstellen, heute auch wieder leider. Also bringt es leider so mit sich, ist sehr aufwendig. Ja. Aber wenn es am Ende funktioniert, dann bin ich zufrieden, dann sind alle zufrieden und ich glaube, die Zuschauer sind dann auch zufrieden. Ein bisschen schade, dass es dann halt am Anfang so ein bisschen holprig ist. Es sollte eigentlich besser funktionieren oder vom Anfang an funktionieren. In dem Fall ist es so. Ich nehme das locker. Ab Staffel 3 haben wir, glaube ich, einen perfekten Ablauf. Gucken wir erstmal, was in Hand Nummer 14 passiert, ob die Spieler da einen Ablauf finden. Nee, da ist immer noch ein Echo. Ich höre es doch gerade. Also dann machen wir gleich nochmal einen Break und dann stelle ich an den Kameras nochmal die Mikros direkt aus. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Ich finde halt so, also wenn man sich dann die Produktbeschreibung so anguckt, oder also es kann ja nicht sein, dass es so unterschiedlich alles ist. Ja, es sind ja 5 Kameras und jeder hat ein Mikro und ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Mikro erwischt habe beim Ausstellen. Ich gehe jetzt nochmal alles durch und dann dabei. Gucken wir das nochmal an. So, ihr kriegt dann kurz eine Minute Musik auf die Ohren und dann geht das weiter. Ja, Musik mache ich gleich auf die Ohren. Ja, die guckt erst auf die Nachricht. Ach so. Weiß nicht, ob die schon vorbei ist. Oder sie jubelt noch. Oder fährt ein Autokorso oder so. Ja, ich glaube, weg. Okay, Menges gewinnt hier die Hand. Ich springe noch mal ganz kurz rein, mache euch 2 Minuten kurz Musik auf die Ohren. Tut mir leid, müssen wir jetzt leider kurz machen und dann kriegt man das, glaube ich, hin zusammen. Bis gleich. So, danke für die Geduld. Also, ich habe jetzt bei allen Kameras manuell das Mikro deaktiviert. Ich hoffe, dass wir jetzt keinen doppelten Sound mehr haben. Jetzt kann keine Soundquelle mehr kommen. Danke für die Geduld. Ich mache die Musik aus und den Tisch wieder an. Ja, ist nicht ganz einseitig. So. Ja, genau. Ich hoffe, es passt alles. Surfen, BMX und Spiel ab. Sehr gut. Ja, hört sich gut an. Hand Nummer 15. Doppelstraddle. Nee, Straddle am Start von Batgirl. Und Menges macht hier mit den Queens auf. Also gute Starthände heute.
ist jetzt nicht nur... Jede zweite Hand ist ein Premium-Paar am also Start. Also nur mal ganz kurz für die weniger Interessierten hier, okay, was Tuchel schon gewonnen hat. Birkulis mit dem Cold Call, Kevin okay, mit dem Cold Call und Dead Girl geht natürlich auch mit Orts. Füllt hier auf. Der Club-Trainer ist irrelevant. Das hat der Menge sich auch anders vorgestellt. Drei Gegenspieler und einige Hände, die gut treffen können. Board kommt runter. Junge 6-4. Relativ Playoff-Player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 
Ja, genau, ja, musste sein. Von daher kurze Unterbrechung. Ich hoffe, es war nicht zu nervig im Stream. Janik, danke fürs Abo. Ich kam gerade rein, aber es kam kein Sound. Ich weiß nicht, ob bei euch der Sound ankam. Da müsst ihr mal kurz schreiben. Ansonsten ist wieder irgendwas an den Einstellungen, was nicht funktioniert. Ja, egal in welche Richtung. Dann gehen die Sounds heute halt nicht. Ist jetzt halt so. Aber trotzdem danke. Und man hatte das Gefühl, ja, muss ich gerne. Okay, was geht in der Hand eigentlich? Hand Nummer 17. Hat Batgirl hier die 10 getroffen und gewinnt einen kleinen Pot gegen Angus. Alles klar. Viel Ballbesitz. Das hast du ja normalerweise nicht so als Leverkusen. Ja, das war, glaube ich, also gefühlt auch mal ganz angenehm. Ja, okay, innerhalb hatten wir nicht zwei Spiele in kurzer Zeit gegen VfB. Und was machen wir? Ich sehe auch das Problem, warum es nicht geht. Genau, das ist eine Audioquelle, die muss ich neu einstellen. Genau, heute gab es leider, oder gestern gab es leider ein neues Windows-Update. Windows setzt dann alle Audioquellen vom Stream zurück. Dann gab es noch ein neues Update von unserer Audio-Software, von Elgato. Das setzt dann nochmal alle Audioquellen auf Null zurück. Und dann musst du ungefähr 40 Audioquellen in dem Streaming-Programm neu einstellen und aktualisieren. Da habe ich offensichtlich die Alerts vergessen. Also, damit müsst ihr jetzt leben. Da gibt es heute halt leider keine Sounds mit den Alerts. Das ist jetzt leider so. Müssen wir durch. Schade. Aber gestern auch die Reporter, das war echt so, ja, das war ja auch das beste Spiel von Dortmund überhaupt, ne, und total überzeugend. Ich meine, Entschuldigung, das war doch echt einfach. Ich meine, völlig reduzierte Freiburger. Dafür gibt es heute Premium-Cams und Premium-Bildqualität. Da kann man nicht meckern. Die ersten Minuten gehörten Freiburg. Sind das also 60 oder 80? Die ersten Minuten gehörten Freiburg. Kann ich auch. Ganz klar. Ja, also ich fand Freiburg dann ja. Fand ich auch so von der Körpersprache so, fand ich ein sehr guter Auftrag. Ja, steckt auch einiges an Arbeit drin. Mit den Cams sieht es aber sehr gut aus. Ich sehe noch gerade auf der totalen Cam, die der Menges gerade hier hat, ist die Box verrutscht. Da muss ich auch gleich nochmal rein und das einstellen. Das korrigiere ich noch bei der nächsten Pause. Da gehe ich nochmal ganz kurz rein. Ansonsten sieht das alles sehr gut aus. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich muss die ganzen Farbwerte noch einstellen und anpassen. Vor allem jetzt die Gegenperspektive, die Carlos, Björk und Superweg zeigt. Die ist jetzt die neueste Cam mit der besten Qualität. Die hat halt ganz andere Farbdynamik. Das sieht man halt. Die ist jetzt quasi gleich eingestellt, aber die zeigt halt ein total anderes Bild, viel farbintensiver. Das muss ich alles noch mal ein bisschen nachstellen. Das ist schon krass, was die Bildunterschied macht. Also so ein Timing oder so, da fehlt ihm an Erfahrung. Also die Situation zu lösen. Also so, Menges hier mit den Siebenern gegen Kevins ja. König 9. Turn checkt der Menges zum Kevin hin. Kevin checkt behind. Der wird noch seinen Weg machen, den Kreis ich jetzt vorstellen. Der River ist aber der König. Guck mal. Menges müsste sich eigentlich gut fühlen jetzt hier nach dem Check von Kevin. Und checkt aber trotzdem nochmal zum Aggressor. Ein geiler, dynamischer Spieler. Nachdem Kevin jetzt hier am River trifft. Ich glaube gerade nicht. Also das, ja, eigentlich schon, aber im Moment echt nicht. Hat er hier eigentlich eine klare Value-Bet. Manchmal denke ich, er spielt zu gehen. Die sieht sogar bluffy aus, weil er ja vorher behind gecheckt hat. Am Turn. Ja, genau. Also, checkt hier aber nur behind, hat hier Angst vor der Dame offensichtlich. Ja, er geht halt. Okay, er nimmt den Showdown natürlich mit dem König und dem Kicker, aber interessant. Hätte ich ja schon nochmal eine Value-Bet gesehen, eigentlich von Kevin. Okay, ich nutze gerade mal die Gelegenheit und wenn natürlich das jetzt sorry. Also, Menges ist hier vorne, Kevin leicht im Kurs und der Einzige, der richtig hinten ist, ist Birkulis mit einer Lage, also noch nichts passiert. VPIP aktivster Birkulis wie eh und je. Kevin recht tight, die ersten zwei Orbits. Der Rest so Mittelfeld, GFR, Batgirl, die hat auch ein paar Starthände gehabt. Und Superweg noch ein bisschen passiver. Aber nichts Wildes. So, okay. Carlos hat wieder den Farbton verpasst. Das ist der Einzige, der Alarm macht. Also, ja, unter Walk war noch ganz schlecht gestern. Ich habe es jetzt extra so gemacht, dass ich dem Carlos eine Farbeinblendung am Tisch mache, damit der sieht, dass ich die Standings einblende und Carlos achtet einfach nicht drauf. Ich glaube, sein roter Anzug ist einfach zu rot, der kann keine andere Farbe mehr erkennen. Der ist so im Tunnel drin mit seinem Farbanzug, da geht einfach nichts mehr. Ja, gut, der war dann auch ein bisschen besser.